Was bewegt Sie bei Ihrem heutigen Besuch im Kinderhospiz in Magdeburg? Ich bin erstmal tief beeindruckt von der guten Arbeit, die hier geleistet wird. Als Schirmherr durfte ich ja dieses Projekt schon viele, viele Monate begleiten und habe es wachsen sehen und weiß heute noch deutlicher als am Anfang, wie wichtig dieses Angebot ist. Es ist wichtig für die betroffenen kranken Kinder, die ihren letzten Lebensabschnitt hier verbringen, aber auch für die Eltern und für die Geschwister, denn alle haben entsprechende Belastungen und müssen unsere Solidarität in Anspruch nehmen können. Diese haben sie nicht nur verdient, sondern auch dringend notwendig, denn es ist eine außergewöhnliche Lebenssituation, die sich ein Außenstehender kaum vorstellen kann. Deswegen bin ich immer wieder gern hier, um zu erfahren, wo die Nöte liegen, aber was wir auch noch zukünftig tun können. Die Fernsehlotterie unterstützt das Kinderhospiz mit Fördermitteln. Eine unabdingbare Voraussetzung für die zu leistende Arbeit? Die Grundleistung wird für diese Hospizarbeit durch die Krankenkassen sichergestellt. Aber es fällt auf jeden Fall auch ein Eigenanteil an. Und es sind ja auch die Betreuungskosten für die Eltern und für die Geschwisterkinder aufzubringen, bis hin auch zu den Kosten, die auch ein Ehrenamt erzeugen. Das heißt, dass man auch technische Hilfsmittel benötigt, um die Arbeit hochqualitativ zu leisten. Und deswegen sind diese Fördermittel der Fernsehlotterie ganz, ganz wichtig. Mit diesen 200.000 Euro kommen wir, was die Planung für 2014 anbelangt, einen ganzen Schritt weiter. Und dieses Angebot kann dadurch auch erweitert werden. Was wünschen Sie dem Kinderhospiz? Ich wünsche dem Kinderhospiz die Aufmerksamkeit, die es benötigt. Erstens im Sinne dessen, dass möglichst allen im Lande bekannt ist, dass es diese Hospizarbeit gibt, damit also auch diejenigen, die die Hilfeleistung benötigen, auch nachfragen können und ihnen auch gezielt geholfen werden kann. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass das Hospiz hier an den Pfeifferschen Stiftungen von vielen, vielen Menschen mitgetragen wird. Man merkt es an den vielen Hunderten an Spendern, die wir hier auch engagiert sehen und die auch sicherstellen, dass diese Arbeit in Zukunft auch geleistet werden kann. Dadurch ist es nicht nur eine Sache von Krankenkassen oder von Sozialträgern, sondern der gesamten Gesellschaft. Und das wünsche ich mir auch in Zukunft so. Und das ist, denke ich mal, auch der richtige Ansatz der inneren Solidarität in unserem Land.